So, meine Lieben, heute wollen wir uns anschauen, was mit einem Schokokuss passiert, wenn wir ihn in eine Vakuumglocke stecken. So, dazu brauchen wir natürlich einen Schokokuss, hier ist er, dann eine Vakuumglocke, hier, das ist das Teil aus Glas, mit dem Untersetzer natürlich, damit das Ganze auch luftdicht ist, ein kleines Becherglas, da legen wir dann den Schokokuss rein und eine elektrische Pumpe, damit wir die Luft aus der Vakuumglocke saugen können. Nur mal so ganz nebenbei, das bin ich. Bevor wir den Versuch durchführen, machen wir natürlich ein Versuchsprotokoll, so wie es sich in der Physik gehört, und schreiben als Überschrift der Versuch mit dem Schokokuss. Als erstes schreiben wir dann das Ziel des Versuchs auf, nämlich wir wollen untersuchen, wie sich ein Schokokuss im Vakuum verhält. Als nächstes müssen wir unsere Versuchsgegenstände aufschreiben. Was haben wir gesehen auf dem Bild? Eine elektrische Vakuumpumpe, eine Vakuumglocke, dann einen Schlauch, um die beiden zu verbinden, ein Becherglas, in das wir den Schokokuss hineinstellen werden. Als letztes malen wir uns noch einen Versuchsaufbau als Skizze auf. Hier malen wir alle Komponenten hin, die wir benötigen, nämlich einmal die elektrische Pumpe, dann den Schlauch, hier ist er, der verbunden ist mit der Vakuumglocke. Die Vakuumglocke, die steht auf einem Sockel hier und in der Vakuumglocke ist der Schokokuss, der sich in einem Becherglas befindet. Ganz wichtig hier ist dieses Bauteil, das sieht man nicht so gut. Das ist das Ventil. Mit dem Ventil kann man die Verbindung zwischen Vakuumglocke und Pumpe hier kann man öffnen. Und wenn man die geöffnet hat, dann kann man bei eingeschalteter Pumpe kann man die Luft aus der Vakuumglocke heraussaugen. Ja. Und man kann die Vakuumglocke evakuieren. Ihr habt Los die Aufgabe, geht's. Einfach nur zu beobachten. Machst du mal bitte, Isa, den Schokokuss in das Becherglas? Sehr gut. Dann mache ich die Vakuumglocke drauf. Safe platzen. Was wir noch machen könnten, nee, wir lassen das sein. Ich mache jetzt mal die Pumpe an, wir probieren es so. Also ich mache die Pumpe an, Ventil ist offen hier. Seht ihr? Können wir unsere Vermutungen noch machen? Jetzt versuchen wir Vakuum zu erzeugen. Oh, jetzt beobachtet genau den Schokokuss. Halten wir auf den Schokokuss. Was passiert mit dem Schokokuss? Das geht. Was passiert? Jibril? Dehnt sich aus? Die Schokohaut verschwindet. Ja, die Schokohaut, die kann sich nicht ausdehnen. Aber die wird richtig groß. Guck dich das mal. Ich bin so lange wach, bis du überquellst. Wir machen einfach noch länger und länger und länger. Doch. Leute, jetzt fällt über. Ey, warte mal, aber vielleicht geht es ja zurück, wenn wir. Ja, safe zurück. Nein, wenn so wie hier, Dr. Strange. Ich glaube, es wird nicht mehr. Das ist die wundersame Schokokussvermehrung, Leute. Schokogenerator. Schokogenerator. So, was wir jetzt machen ist, wir machen die Pumpe aus und schauen, was dann passiert. Ey, wenn es jetzt kleiner wird, rast dich aus. Ja, ich hab's gesagt. Aber die Schokolade wird wieder ganz gut. Ich hab vorhin diese Schokoladen, alles geht zurück. Ja, aber alles geht zurück. Wie, Dr. Fletch, dieses Ding hier. Das sieht irgendwie. Oha! Oh. Hey, jetzt ist kein Schokolade mehr! Jetzt haben wir den Versuch durchgeführt und natürlich schreiben wir das auch in unser Protokoll. Das heißt, wir brauchen einen Punkt Versuchsdurchführung und hier schreiben wir hin, wir legen einen Schokokuss in das Becherglas in der Vakuumglocke. Dann schließen wir den Schlauch an die Vakuumglocke an und schalten die Vakuumpumpe an. Dann müssen wir als nächsten Punkt unsere Beobachtung aufschreiben. Und was beobachten wir? Natürlich, der Schokokuss dehnt sich aus.
Und wenn wir Lust haben, können wir auch noch hinschreiben, dass der Schokokuss sich wieder zusammenzieht, wenn wir die Luft wieder in die Vakuumglocke reinlassen. So, jetzt wollen wir natürlich verstehen, wie das Ganze funktioniert. Deswegen habe ich euch hier mal eine kleine Skizze hingemalt und mit dieser Skizze können wir sehr gut verstehen, was hier eigentlich abgeht. Links sehen wir den Schokokuss, der hat ganz viele Schaumbläschen, das sollen diese weißen Kügelchen sein. Und wenn man die sich mal vergrößert, dann sieht man Folgendes: In den Schaumbläschen ist natürlich innen Luft. Das ist der rote Bereich. Und wie ihr wisst, übt Luft ja einen Luftdruck aus. Das heißt, auf die Wand des Schaumbläschens wird von innen her Luftdruck ausgeübt. Das ist der Luftdruck in dem Bläschen. Das sind die roten Pfeile. Wenn wir jetzt außenrum auch Luft haben, das heißt, die Vakuumglocke ist nicht evakuiert, dann drückt natürlich auch von außen die Luft auf die Bläschen. Das sind die grünen Pfeile. Und es passiert erstmal nichts, weil der innere und der äußere Luftdruck, die heben sich praktisch auf. Die Schaumbläschen bleiben stabil, sie vergrößern sich nicht. Wenn wir jetzt aber die Luft aus der Vakuumglocke herauspumpen, dann gibt es ja außen keinen Luftdruck mehr und es gibt nur noch den Luftdruck innen in den Bläschen. So, und jetzt heben sich die beiden Kräfte, die beiden Luftdrucke nicht mehr auf. Es gibt ja nur noch einen Luftdruck, der versucht, die Bläschen nach außen zu drücken. Und deswegen können die Bläschen aufgrund dieses inneren Luftdrucks können die auch größer werden. Der ganze Schokokuss dehnt sich also aus. Jetzt müssen wir das Ganze noch in unser Versuchsprotokoll reinschreiben und das ist dann der letzte Punkt. Ergebnis und Erklärung. Wir schreiben uns auf: Der Schokokuss besteht aus ganz vielen Schaumbläschen. In den Schaumbläschen befindet sich Luft. Wenn nun die Luft darum fehlt, dann können sich die Schaumbläschen ausdehnen. Es fehlt der Luftdruck, der sie zusammenpresst. So, und das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hoffe, ihr habt mehr verstanden als unser Schulhund Alaska, der andere Dinge zu tun hatte, nämlich in der Nordsee nach Muscheln zu suchen. Tschüss!